Die Stadt ist da, die Stadt ist da, die Stadt, die Stadt ist da. Ja, hat schon ein bisschen weiter als ich, muss man sagen. Also leicht. Ist meine Stadt. Nee, weit. Achso, nee, guck mal, du verdienst ja fast so viel wie ich. Guck mal, für euch. Nämlich, ich investiere gerade nicht mehr da rein, ich investiere gerade einfach hier rein. Und dafür brauche ich, Das ist deine Stadt. Das weiß Das ich. sind die Statistiken von deiner Stadt. Nein, kann nicht sein. Ich habe Doch, das 7300 Euro. ist ja ein bisschen, das aktualisiert ja auch nicht direkt. Ja, aber nett. Gehen wir wieder zu unserer Stadt zurück. Hoffentlich dauert da das Laden nicht so lange. Jetzt komm, berechne jetzt bleibst du mal schnell, du elendiges Heidengame. La la la, wir haben Zeit. Treibt Lamas zusammen. Und Eriks. Meizele. Meine Stadt voll schrecklich aussehend. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Okay, die ist, genau, Krankenhaus. Krankenhaus, 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 Krankenhaus. Dann sparen wir jetzt auf dem Krankenhaus. Das stellen wir dann am besten. Was steht hier? Das sind, ach, hier können wir es hinstellen. Das sind sowieso nur zwei Märkte, die hier aus Versehen stehen. Dann stellen wir es hier hin. Ja. Wir sind alle krank. Wir können zwei Tote pro Tag. Natürlich schon. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch geht ja alles in die Richtung. Deswegen dürfen wir auch hier wirklich, wir müssen die Industrie wirklich mit, oder die Gebiete wirklich mit. Handelsdepot. Dann kannst du mir zwei Sachen schicken. Werde ich aber nicht. Ich bin jetzt meine Stadt erstmal wieder um in. Oh. Nein, warte. Nein, nicht gucken. Mache ich jetzt 9000 Barrel am Tag. Zählt 900 zurück. So, warte, ich habe sie gleich von so benannt. So, meine Stadt hat jetzt einen neuen Namen. Ich gucke jetzt nicht rein. Okay. Ich glaube, Erik, es ist besser so. Ey, wenn das kein Patrick ist total erwachsen. Das weiß jeder. Kekse! Komm mal in der City. Ma, bestimmt voll übersteuert. Kennt man ja. Ja, wir haben zwar eine Brücke gebaut hier drüben. Ich würde sagen, sag mal, nee, sobald wir das Krankenhaus haben, bauen wir erstmal wieder ein paar Wohngebiete, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Und dann am besten gleich mal ein paar Parks, um eine höhere Einkommensschicht zu bekommen. Strom haben die soweit alle genug, oder? Sogar ein bisschen Überschuss, dann passt's, ja. Oder hat man, okay, mal es gibt hier nicht auch eine. Oh, hör doch auf, darüber zu gehen. Nicht. Ui, da brennt's. Ja, Erik ist traurig, weil es da brennt. Wir haben gleich genügend Geld für ein Crankenhaus, für Crank-LP-Haus. Für Crank-LP-Haus. Und wie kommt niemand Neues in meine Stadt? Die Einfahrten sind leer. Und auf der Straße wächst Gras. Ja, voll normal. Habe ich hier auch bei jeder Stadt in Ulm überall Gras, ne? Völlig normal. Jetzt haben wir gleich den 20.000 für Stingsbums. Ist was noch wieder richtig toll artikuliert. Los, gib mir Klebegeld. Oh, wir haben es. So, Crank LP Haus kommt dann genau hier hin. Jetzt erstmal alle, yay, Krankenhaus. Warum freuen die sich nicht? Das ist die Frage für den. Das können wir gut, aber wie viel Platz brauchen wir denn dafür? Okay, kostet beides nicht viel Platz, aber es ist halt gerade aktuell beides zu teuer.
Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Krankenwagenstellplatz, damit auch die Kranken, ich wollte gerade die Toten sagen, die Kranken, die zu Hause sind, abgeholt werden können. Und daher warten wir uns noch kurz die 10.000 ab. Dann machen wir noch ein paar Wohngebiete und dann werden wir demnächst nochmal Parks anlegen, damit wir auch mal Einwohner mittlere Schicht bekommen. Und dann müssen wir demnächst nochmal ein Rathaus und alles bauen. Wie viel kostet nochmal ein Rathaus? Ach, das ist ja kostenlos, stimmt. Auf meiner Musik ist eine Straße zu weisen. So. Und jetzt da ein Rathaus hin. Ich bin mir nicht mehr ganz so übertrieben gut. Nicht mehr. Es steigt halt nicht mehr so stark, würde ich mal sagen. 2000, ich habe einfach 5.900 in der Stunde. Tja, bist halt schlecht geworden. Instant schlecht. Ich würde da gerne wohin bauen, wo es viele erreicht. Aber da müsste ich halt hier so ein bisschen was von meinen Einwohnern kicken. Warum geht's denn hier nicht hin? Hier ist Überlagerung im Windkraftwerk. Wie viel kostet nur mal ein Windkraftwerk, weil ansonsten wird man das umstellen? 8.000. Dann stellen wir euch mal ganz kurz den Strom ab. Wir haben ja ein bisschen Überschuss, also von dem her geht es ja. 5,4 Megawatt Überschuss. Alle werden glücklich und es kriegt ihr auch gleich wieder ein Windkraftwerk. Wird dann hierhin verlegt. So, und guck, jetzt haben sie schon wieder Strom. Jetzt sind sie nämlich noch glücklicherweise, vor allem auch ein Gemeindehaus haben. Erstmal öffnen. Ach, öffnen. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Los, stellt neue Leute ein. Yay, läuft doch eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir gerade noch Megawattstunden im Minus, aber die werden jetzt, die müssen jetzt eigentlich wieder neuen Strom produzieren. Weil wir es ja gerade wieder so gesehen verlegt haben, deswegen müssen wir jetzt auch erstmal Leute und alles einstellen. Und ein Schild brauchen wir sowieso auch. Oh, das läuft noch nicht, weil wir da eine Straße hin brauchen. Nachfrage nach Gebieten irgendwie ziemlich gesunken haben wir hier. Ey, warum geht das jetzt nicht? Subventioniere ich mal hier Industrie. Industrie subventionieren. Subventioniert. Serverstraße, möchte ich das arbeiten? Die Wind. Ja, dann. Das finde ich ein bisschen verbuggt, das mit den Servicestraßen für Windkraftwerke. Über aufgestellten Gebäuden. Zu weniger. Ich will, jetzt geht das Teil nicht an, wird mich jetzt verarschen, die haben gleich alle keinen Strom mehr, wenn ich das nicht hinkrieg. Das läuft leer, du musst ein bisschen chillen. Oh! Guck mal, wenn jetzt zwei Dinge abgeht. Patrick. Was wollten ihr? Können noch eine Straße hinbauen, nur zum Gemeindehaus, dass sie auch nachher alle schön protestieren können. So, jetzt kann man das Gemeindehaus auch erreichen, direkt neben zwei Geschäften. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz bekommen. Ja, wenn wir da, was brauchen die denn, Kunden? Ja, wenn wir da ein bisschen Platz bekommen haben, kommen wir doch gleich mal an. Hier müssen wir das Rathaus erweitern, wir brauchen noch ein paar Wohngebiete. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier jetzt. Wieso? Gar nicht. Ne, wir bauen hier jetzt ein paar Wohngebiete hin. Fick dich, Alter.
Erik gerade so voll schockiert. Was? Ich will weiterspielen, Mama. Ich hoffe nur, wenn ich hier was hinbaue, dass sie dann auch da drüben zu... Erik, brauche ich das? Ich brauche nochmal eine Brücke, guck mal. So, jetzt hier nochmal kurz einmal teilen. Immer noch zu wenig, boah, ich verdiene so wenig, ne? Ich bin so ein armer Schlucker, ey. Ja klar, aber wir bauen uns erstmal ein paar Parkilakis. Das braucht man auch, weil ansonsten bilden die sich nicht weiter, die Nubi-Nubmans. Was ist denn eigentlich mit meiner Industrie? Ich habe alles subventioniert. Die waren gerade sowieso, sind die sowieso, warum bist du unglücklich? Was ist los? Hm? Was ist los? Warum bist du unglücklich? Ja? Aber Bevölkerung ist eigentlich schon. Wo sind denn? Wir haben null Obdachlose, hey. Wir haben sogar Schüler und Studenten hier. Ich habe noch gar keine Schule. Nö. Aber wir haben trotzdem Schüler und Studenten, auch wenn wir keine Schule haben. Das ist SimCity. Ja, was wollt ihr? Es heißt, so ein verrückter Karl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihn den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. 2000. Mal sehen, 200 Grad. Ach was, ich drehe einfach auf 400. Feuerwehr. Oh! Ich brauche mehr Geld. Pff, Alter, ein Scheiß. Ich baue kein Bürgermeisterhaus, das bringt gar nichts. Doch, deine ganze Stadt wird instant glücklicher. Hui, bauen. Hui, die Welle kommt. Alter. Sag ich, deine ganze Stadt wird instant glücklicher. Wir machen jetzt echt nochmal ein paar Gewerbe. Okay, jetzt kann ich hier die Finanz. Industriegebiete. Dass die ein bisschen, so halt nochmal eine Straße durchziehen. Ah, können wir gerade nicht. Okay, dann nachher. Weil wir noch ein bisschen mehr Verdiener brauchen. Jetzt mache ich nämlich für Stufe 1. Weil wir ein bisschen mehr Geld brauchen. Wir haben ein bisschen mehr zu wenig Industrie. Das sagen die, glaube ich, auch, oder? Ja, das Gewerbegebiet hat nicht genug Kunden. Also brauchen wir auch nachher noch mehr Wohngebiete. Aber dazu brauchen wir Straßen, Leute. Wir blauschen Straßen. Das Land braucht Straßen. Oh, die wollen Gewerbegebiete. Ui. So will ich es bauen. So. So, jetzt warten wir noch kurz auf diese Miolonis. Wir könnten ja so weit, wir können schon mal bauen, dass man dann schon. Hast du jetzt schon geguckt, ob noch jemand Zeit? Wen stupst du an? Ah. Ja, ich weiß, dass wir eine Feuerwehr brauchen. Ich kümmere mich gerade irgendwie drum. Wir brauchen mehr Geld und mehr Wohngebiete, als ich glaube. Wir brauchen extrem schnell eine Feuerwehr, also jetzt sparen. Ach, das brennt schon. Scheiß auf Feuerwehr. Planieren hier. Wird schon übergreifen. Ah, das auch noch. Planieren wegen Brand nicht möglich. Das kann man nicht mehr. Nein. Feuer. Feuer, wir haben keine Feuerwehr. Erik, schick uns die Feuerwehr von einer Stadt rüber. Let's go, go, Power Rangers! Das geht nicht. Hast du keine Feuerwehr? Nein. Dann bau eine. Ich brauch mehr Geld. Ja, ich denke, die sind schon auf dem Weg. Sind sie, glaube ich, wirklich, oder? Die müssen eigentlich kommen. Wow! Wie rechtzeitig! Wow, ein Gebäude ist drauf gegangen. Unglaublich schön. Ja.